docking approach. Next up is European Space Agency astronaut Matthias Maurer. Hallo, 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 hallo. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist bei diesem Videoclip. Das ist ja meine Mission, 6 Monate im All. Wenn ich den sehe, ich habe immer wieder Gänsehaut. Das war so ein tolles Erlebnis, unglaublich. So, jetzt wollte ich mal fragen, und die gleiche Frage werde ich am Ende nochmal stellen. Wer von euch hat sich dann schon mal überlegt, Astronaut zu werden? Arm hoch. Okay, okay, okay. Das ist so. Grob die Hälfte, ja? Vielleicht können wir das ein bisschen steigern, nachgucken. Vielleicht können wir auch nur die Zweifel ein bisschen dann umstimmen. Weil ich habe euch nämlich so ein paar Bilder mitgebracht. In diesen Bildern möchte ich erklären, wie man Astronaut wird. Und das allererste ist natürlich der Traum. Man kann nur ins All hochfliegen, wenn man das richtig möchte. Und als Kind habe ich immer gerne und da haben mir dann Fragen gestellt, als ich die Sterne gesehen habe. Was ist da draußen eigentlich? Was gibt es bei den Sternen? Wie ist das Ganze entstanden? Wie funktioniert das? Gibt es dort draußen noch eine Erde? Und wenn ja, gibt es dort Menschen, so wie wir, die dort leben? Das sind so Fragen, wenn man in den Himmel schaut. Und diese Fragen haben auch schon ganz viele Menschen gestellt. Auf diesem Bild sieht man nämlich 2 bedeutende Dinge. Man sieht 2 Scheiben und das eine ist eine ganz, ganz, ganz alte Scheibe. Das ist die Himmelsscheibe von Nebra. Das ist eine Scheibe, die haben Menschen vor 3.500 Jahren hergestellt, weil sie in den Himmel geschaut haben, weil sie genau die Fragen auch hatten, die ihr habt, wenn ihr abends in den Himmel schaut. Die wollten nämlich verstehen, wie das funktioniert, wie das Universum funktioniert. Und diese Scheibe, die hat man vor 15, 20 Jahren in Ostdeutschland gefunden. Und dann habe ich sehr viel darüber nachgelesen, könnt ihr vielleicht auch machen, Himmelsscheibe von Nebra. Das ist ein richtiger Krimi, wie die gefunden. Und dann habe ich gesagt, diese Scheibe, die nehme ich als Vorbild für mein Missionslogo. Weil, wenn ihr Astronaut werden wollt, dann braucht ihr ein Logo. Also ein Bild, ein Abzeichen, auf Englisch ein Patch.
Das Patch, das trägt ein Astronaut hier am Arm. Und das ist mein Cosmic Kiss Logo. Und das seht ihr auch hier oben links, Cosmic Kiss. In diesem Logo habe ich so ein bisschen die Himmelsscheibe von Nebra kopiert. Aber ich habe gesagt, das ist so ein bisschen eine andere Bedeutung für mich. Ganz links der große runde Kreis, das ist die Erde. Wenn wir als Astronauten hochfliegen ins All und die Sonne von hinten scheint, dann leuchtet die Atmosphäre goldgelb. Ein Blick, den kein Mensch sehen kann, aber wir Astronauten vom All, wir können das sehen. Und dann gibt es ganz, ganz rechts diesen Halbmond, weil der Mond ist das, wo wir in Zukunft auch wieder hinfliegen wollen. Und zum Mond und zurück, das ist sehr, sehr weit. Deswegen haben wir die internationale Raumstation, wo ich war, in der Mitte. Das ist so das rote Herz dort. Und dazwischen haben wir noch eine weiße Linie, die sieht aus wie ein EKG, wie ein Herzschlag, weil das ist nämlich das Symbol, was wir oben machen. Wir wollen etwas für die Menschen tun und wir wollen forschen und Licht ins Dunkel bringen. So, und deswegen habe ich diese beiden Dinge mit in den Weltraum gebracht. So, jetzt fange ich einmal an mit der Mission. Die ist mit einer Falcon 9 Rakete gestartet. Und wer von euch jetzt sich ein bisschen mal was angeschaut hat, es gibt ja verschiedene Raketen. Mein Kollege Alexander Gerst, der ist mit einer Soyuz gestartet. Und das hier ist jetzt eine neue amerikanische Rakete und die hat einen Vorteil. Die kann man nämlich wiederverwenden. Es ist nämlich schade, wenn man etwas wegwirft, was noch gut ist. Und diese Rakete, mit der ich hochgeflogen bin, die war schon mal im All. Die war danach gelandet, weil sie hat erst einen Satelliten hochgebracht, dann hat sie mich hochgebracht und meine Kollegen. Und dann ist sie nochmal gelandet und dann hat sie meine Kollegin Samantha hochgebracht. Ja, also hier etwas ganz, ganz Neues, die Wiederverwendung von Raketen. Wir sind dann zur internationalen Raumstation geflogen. Die fliegt in 400 Kilometer Höhe. In 400 Kilometer Höhe bedeutet, dass wir sehr schnell fliegen müssen, damit wir nicht runterfallen zur Erde. Wir fliegen mit 28.000 Kilometer pro Stunde. Ja, das ist ungefähr 25 Mal Schallgeschwindigkeit. Und wir fliegen dann in 90 Minuten um die Erde rum. Das heißt, ich habe jeden Tag 16 Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Und wenn ihr jetzt die Station euch mal anschaut, dann sieht die aus wie ein ganz, ganz großes technisches Gerüst. Aber wir Astronauten, wir können nur in diesen Tonnen hier uns aufhalten. In diesen Tonnen innen drin, in diesen Tonnen innen drin sind die Lebensräume der Astronauten. Ganz, ganz links und ganz, ganz rechts, diese großen Segel, das sind die Sonnensegel, weil wir fliegen nämlich mit Sonnenenergie. Alles, was wir oben an der Energie haben, ist Sonnenenergie. So wie bei euch zu Hause auf dem Dach vielleicht oder, ja, was ich was, bei anderen Gebäuden auf dem Dach. Und dann haben wir diese weißen Paneele hier und diese weißen Paneele, das sind Heizkörper. Weil alles, was wir als Energie haben auf der Raumstation, das erzeugt dann nachher Wärme und die Wärme ist so viel, dass wir immer schwitzen in der Raumstation, deswegen müssen wir die Wärme loswerden und deswegen haben wir Heizkörper, das ist ein, ja, ähnlich wie bei euch zu Hause, die Heizung im Wohnzimmer, aber nur, dass wir die draußen haben im All, um die Wärme halt loszuwerden. Das gleiche auch diese großen weißen Flächen dort. Und in diesen Tonnen da drin, dort leben und arbeiten wir. Hier vorne rechts diese kleine Tonne, die hat auch noch eine Luke und aus der Luke können wir aussteigen und einen Weltraumspaziergang durchführen. Auf der Raumstation sind wir 7 Astronauten normalerweise, manchmal sind wir auch mehr. Und von diesen 7 Astronauten fliegen 3 mit einer russischen Kapsel hoch und 4 fliegen mit einer amerikanischen Kapsel hoch. Und hier seht ihr schon, die 4 in den blauen Anzügen, das sind meine Freunde und ich. Wir sind mit dieser Rakete hochgeflogen, das hat 24 Stunden gedauert. Die russische Rakete, die schafft das in 3 Stunden. Das ist nicht, weil die schneller fliegen oder besser fliegen, sondern das ist, weil die von Kasachstan aus starten, die können das besser planen. Und dann können die genau an diesem einen Tag im Monat, wo die ISS genau oben drüber fliegt, eine Abkürzung nehmen und direkt hoch. Während wir von den USA aus fliegen, und dort ist immer Wetter beim Start so ein bisschen, dann wird das verschoben. Und deswegen ist dieser eine Tag, wo man besonders schnell fliegen kann, der ist nur einmal im Monat und den verpassen wir dann meistens. Und deswegen dauert es ein bisschen länger. Ja, das ist mein Lieblingsort. Das ist die Cupola. Das ist das Fenster im All. Von dort schauen wir runter zur Erde. Und von dort machen wir dann viele Fotos und von dort sehen wir die Erde. Wir sehen aus 400 Kilometer Höhe,
keine Menschen mehr. Wir sehen auch keine Autos. Aber was ich sehe, ist zum Beispiel Flugzeuge und die Kondensstreifen dahinter. Oder wir sehen auch ganz große Ozeandampfer, weil da hinten dran im Wasser immer diese Spuren sind, diese Wellen, die Bugwellen. Was ich auch sehe, ist, die Erde ist ganz, ganz, ganz blau. Und der Himmel ist schwarz. Nicht wie hier, wenn wir hochschauen. Der Himmel sieht für uns blau aus, sondern was wir sehen, das Universum, ist so, wie wir nachts den Himmel sehen, immer schwarz. Und nur die Erde ist blau. Drei Viertel der Erde ist voll mit Wasser und der Rest ist Land. Und das Land, das erkennen wir von oben, das ist dann entweder hellgrün oder dunkelgrün oder es ist braunfarben, gelbfarben. Ja, die dunkelgrüne Stellen, das ist der Urwald. Und dann im Übergang zwischen dem Dunkelgrünen und dem Hellgrünen, Hellgrün ist dort, wo die Leute leben und Ackerbau betreiben, dort sehen wir dann oft Flammen, Rauchsäulen aufsteigen. Und das ist mal so der Moment, wenn ich da aus dem Fenster rausschaue, wo ich dann so ein bisschen traurig bin, weil ich dann genau weiß, das sind wieder Menschen, die haben Hunger und die möchten deswegen natürlich mehr Ackerbau betreiben und deswegen brennen die den Urwald nieder. Und das ist ganz, ganz schlecht, weil das ja unser Klima verändert. Und dann, wenn wir dann weiterfliegen und ich über diese braunen und gelben Stellen komme, das sind oft Wüstengebiete wie die Sahara oder dann auch weiter in Australien ist sehr, sehr trocken im Inland, aber auch im Nahen Osten sehen wir Bereiche, Kasachstan. Und dort gibt es dann auf alten Karten große Seen, blaue, blaue Seen. Und dann gucke ich raus aus dem Fenster, aus diesem Fenster und ich erkenne diese Seen gar nicht mehr. Ja, und auch das ist mir wieder ein Zeichen, dass der Planet trockener wird, dass diese Seen verschwinden wegen des Klimawandels. Ja, das ist also mein Lieblingsplatz, aber auch der Ort, wo man so ein bisschen nachdenklich wird, wenn man runterschaut. So, jetzt sind wir an der Uni des Saarlandes und ich fliege ja hoch, um ein bisschen Forschung zu machen. Und was ich hier in der Hand habe, das ist ein Stück, was hier beim Professor Mücklich, der, glaube ich, auf der letzten Kinderuni vorgestellt hat, was er entwickelt hat. Das habe ich hochgeflogen zur Raumstation. Das waren so Metallteilchen aus Edelstahl, aus Kupfer und Messing. Und die musste ich immer anfassen. Und dann werden die später im Labor wieder untersucht. Und dann schaut der Professor Mücklich, ob dort Mikroorganismen drauf sind oder nicht. Weil diese neuen Materialien, die hat er entwickelt und die sollen ganz spezielle Wirkungen haben und dadurch einen Fortschritt erlauben. Seht ihr? Ihr seht diese ESA-Fahne im Hintergrund, das Blaue. Und über der ESA-Fahne seht ihr auch so, ja, sieht aus wie eine Luke mit so einem gelben Licht, ja, unter der Decke dort. Kennt ihr das? Das ist mein Schlafzimmer. Ja, ich bin unter der Decke. Ja, also im Weltraum ist es so, da ist die Seite oder der Boden oder die Decke, das ist alles gleich. Und oben ist immer für mich, wo mein Kopf ist. Und wenn jetzt Kayla oder Raja reinschweben und deren Kopf ist unten, dann denken die, da unten ist oben. Und ich denke, nee, hier ist oben. Und das ist einfach so, wie man ist im Raum, wie man gedreht ist, so ist oben und unten. Und das heißt, mein Bett war unter der Decke und ich bin dann abends, habe ich dann einfach nur gemacht und bin ich dann hochgeschwebt in meinen Schlafsack. Wenn ihr das sehen wollt, da gibt es Videoclips auf YouTube, könnt ihr draufklicken, YouTube, ESA, Matthias Maurer, und dann seht ihr, wie ich da oben schlafe oder wie ich mich und wasche. Essen. Das hier ist Essen aus dem Saarland. Extra gekocht hier im Saarland, von den Saarländern ausgesucht für mich und dann hochgeschickt. Und es hat super geschmeckt. So, und jetzt seht ihr, das ist unser Tisch, aber ihr seht keine Stühle. Sieht zwar aus, als wenn da jeder sitzen würde, aber wir schweben alle nur um den Stuhl rum, um den Tisch rum. Und das hier, diese Streifen hier, das sind Klebestreifen. Da haben wir die Dosen draufgeklebt, damit die nicht wegschweben. Ihr seht schon auch, dass die so ein bisschen wackeln und so. Und auch in der Mitte seht ihr den Löffel. Der Löffel, der steht da quasi senkrecht nach oben auf dem Klebestreifen. Und dann seht ihr hinten auch Kayla und Marc, die haben da Löffel. Und das sind die Löffel, die auch der Professor Mücklich hergestellt hat, weil das war nicht nur ein Löffel zum Essen, sondern der hatte die gleichen Oberflächeneigenschaften wie dieses Experiment, was wir eben gesehen haben. So, das ist was eigentlich drum ist. Dieses Bild ist eigentlich 90 Grad verdreht. Nämlich, was ich da mache, mache ich unter der Decke. Aber das haben wir einfach so gedreht, damit ihr da euch nicht auf den Kopf stellen müsst.
Das ist ein Ofen. In diesem Ofen kann ich Metall kochen bis 1500 Grad. Ja, das können wir dort oben aufschmelzen, dass es flüssig ist. Und dann lassen wir es wieder erstarren. Und dann fliegen wir diese Proben zurück auf die Erde und dann werden die im Labor angeschaut. Und dann gucken die Wissenschaftler, was daraus geworden ist. Und die Idee dahinter ist, dass wir aus diesen Metallen dann neue Legierungen entwickeln für bessere Flugzeugmotoren, bessere Automotoren, aber auch sonstige Anwendungen wie bessere Batterien für euer Handy. So, auf der ISS muss man viel machen und man muss auch Sport machen, damit man fit bleibt. Und zwar 2,5 Stunden je Tag. Das mit dem Fitbleiben hat einen ganz, ganz wichtigen Grund. In der Schwerelosigkeit denkt nämlich mein Körper, ja, ich brauche gar keine Muskeln, ich brauche gar keine Knochen. Und mein Körper würde sich verändern. Ich würde vielleicht werden wie ein Schmetterling, weil ich kann mich ja mit einem Fingerdruck fortbewegen und dann gleite ich da durch die Station. Und dann fängt mein Körper an und sagt, ja, ich löse mal ein paar Knochen auf. Und dann haben die Astronauten ganz, ganz viel früher festgestellt, die keinen Sport gemacht haben, Mensch, die Toilette ist ja verstopft. Und dann haben die Wissenschaftler geguckt, warum ist denn die Toilette verstopft? Da war da so viel Kalk drin und dieses Kalk war von den Knochen der Astronauten. Das hat sich so aufgelöst, dass die beim Pinkeln nachher so viel Knochen dort quasi rausgepinkelt haben, dass die Toilette verstopft war. Unglaublich, oder? So, aber das ist natürlich etwas, was wir nicht haben wollen. Wir brauchen ja die Knochen. Ich muss ja wieder landen später. Ich muss ja wieder fit sein. Und deswegen haben die Ärzte gesagt, nee, ihr müsst jetzt da oben was machen, damit ihr eure Knochen nicht verliert. Und das heißt Sport machen. Ich habe hier, bin ich am Gewichtheben. Die Schlauen unter euch werden jetzt natürlich sagen, Gewichtheben im All, das ist ein Trick, Matthias, ist doch alles schwerelos. Ja, genau. Aber es ist sowas Ähnliches wie Gewichtheben. Ich drücke gegen den Widerstand, sind Vakuumzylinder und dann drücke ich und schwitze wirklich. Ihr seht ja, ich habe einen roten Kopf vor Anstrengung. Und das ist wirklich wie Gewichtheben. So, was seht ihr hier noch? Ich sehe so ein bisschen komisch aus, oder? Findet ihr das nicht? Na, ja, ich sehe komisch aus, ich gebe es zu, weil ich habe ganz, ganz dünne Beinchen und ich habe einen roten Kopf. Der rote Kopf ist zwar vielleicht wegen Sport, aber ich erkläre euch, was da noch passiert ist bei mir. Wenn man im Weltraum nämlich ist, dann schwebt ja alles. Nicht nur ich als sich, sondern in meinem Körper drin die Flüssigkeiten, also nicht nur das Blut, sondern auch die ganzen anderen Körperflüssigkeiten, die man hat, die sacken ja hier unten auf der Erde normalerweise Richtung Beine. Das seht ihr vielleicht, eure Ober hat vielleicht dicke Beine. Das ist, wenn das Herz nicht mehr stark genug pumpt, dann ist halt mehr Flüssigkeiten in Beinen. Bei mir war jetzt aber genau das Gegenteil wie bei der Oma. Bei mir pumpt das Herz gut, aber nichts drückt mehr die Flüssigkeit nach unten, deswegen habe ich viel mehr Flüssigkeit in meinem Kopf und habe so einen runden Kopf, sieht deswegen so aus. Und die Flüssigkeit, die eigentlich in den Beinen sein sollte, die fehlt, deswegen habe ich so dünne Beinchen. So, und dann habe ich so einen blauen Anzug an und das war auch ein Experiment, das war nicht Elektromuskelstimulation, kennt ihr vielleicht aus dem Fitnessstudio, was die Eltern mal machen, das ist so, kann man Sport machen und gleichzeitig mit kleinen Elektrostößen nochmal die Leistung verbessern. So, das war für mich der allertollste Moment in dem ganzen Jahr. Jeder Tag war toll, aber an diesem Tag durfte ich aussteigen. Da durfte ich die Tür aufmachen und rauskrabbeln. Und das Rauskrabbeln, das habe ich sehr, sehr lange geübt vorher mit meinem Kollegen, mit dem ich auch da draußen war. Und das Rauskrabbeln kann man nicht einfach so machen. Ich kann nicht einfach in meinem blauen Anzug hier die Tür aufmachen und rausgehen, sondern ich brauche einen extra Raumanzug. Und dieser Raumanzug ist dieser große weiße Anzug und der ist schwer, der ist richtig schwer hier auf der Erde, 130 Kilogramm und da kann ich nur so die Arme bewegen, weil der muss ja so dicht sein, dass der halt wirklich dann aus mehreren Lagen Spezialmaterial besteht, dass man nur schwer arbeiten kann. Und besonders die Arme und die Hände werden sehr schnell müde und ich musste 7 Stunden lang draußen arbeiten und dann mich immer weiter bewegen, aber damit ich auch nicht verloren gehe, habe ich solche Haken dabei.
Und mit diesen Haken, habe ich zwei Stück, hänge ich mich immer ein wie ein Bergsteiger. Und dann kann ich mich dann so wie ein Bergsteiger über die Station bewegen. Das war schon recht nah am Ende der Mission. Das war nämlich, als meine Kollegin Samantha Cristoforetti hoch zur Station kam. Sie ist aus Italien, aber sie hat in München studiert, spricht genauso gut Deutsch wie ich. Und ich habe mich total gefreut, als sie ich war knapp 6 Monate oben, als sie dann hochkam mit der gleichen Rakete, mit der ich hochgeflogen war, was ich euch anfangs erzählt hatte, und hat mich sozusagen abgelöst. Und Samantha ist danach auch Kommandeurin der Internationalen Raumstation geworden. Das heißt, sie war die Chefin von der Raumstation, die allererste Europäerin, die das erreicht hat. Und das soll für die Mädchen hier mal mehr als ein Hinweis sein, dass ihr im All genauso gute Chancen habt, gute Arbeit zu leisten, gute Astronautinnen zu werden wie die Männer. Im All gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen bezüglich, wer besser ist. So, das hier war nach der Landung. Und ihr erinnert euch an die Rakete am Anfang, als ich hochgeflogen bin, die sah ganz, ganz weiß aus. Und jetzt sieht sie so ein bisschen braun aus. Da ist nämlich was passiert, was ihr alle kennt. Wer von euch mag gerne Marshmallows überm Feuer grillen? Genau, das war ein großes Marshmallow. Beim Ritt durch die Atmosphäre wird es so heiß. Wir sind ja 28.000 Kilometer schnell. Und wir müssen diese Geschwindigkeit abbremsen. Und wir könnten jetzt eine eigene Rakete mitnehmen, um mit viel Treibstoff uns da langsam abzubremsen. Aber das ist nicht effizient. Deswegen flitzen wir durch die Atmosphäre durch. Und die Luftreibung erhitzt dann die Kapsel. Und damit die nicht verglüht, gibt es unten ein Hitzeschutzschild. Und ich muss euch ehrlich sagen, der Ritt zurück durch die Atmosphäre, der war richtig wild. Da sind wir von 400 Kilometer Höhe über 24 Stunden langsam runter auf 200 Kilometer, dann weiter auf 130. Und bei 130 Kilometern hieß es dann, Raumanzüge an, also die kleinen, die dünnen, die man nur im Inneren trägt, anschnallen und dann sieht man auf der Anzeige die Beschleunigung. Also wir messen das immer in G. G ist sowas wie die Körperkraftbeschleunigung. Also ich wiege jetzt hier 75 Kilo und wenn ich dann mit der doppelten Anziehungskraft beschleunigt wäre, da würde ich 150 Kilo wiegen. Oder mit der vierfachen, dann würde ich 300 Kilo wiegen. Ja? Und während dem Wiedereintritt in die Atmosphäre ist das so, das wird immer stärker. Man wird in den Sitz gepresst und ich habe das Gefühl, ich wiege 300 Kilo. Ja? Beziehungsweise mir sitzt ein Elefant auf der Brust. So stark hat das gedrückt. Und das war richtig wild. Man tauchte ein, draußen wird das Licht rosa, orange. Dann fliegen Funken vorbei, wie bei einer Glühkerze oder einer Weihnachtskerze. Das fängt wieder an zu rauschen. Es wird richtig, richtig laut. Dann gehen die Fallschirme auf. Man wird hin und her geschleudert. Und dann plötscht man ins Wasser hinein. Und dann ist man wieder zurück auf der Erde. So, und das war direkt dann der Flug zurück nach Deutschland. Und ihr seht, dass da hinter mir jemand steht mit der Maske. Der steht da so ein bisschen krumm. Das ist, weil er mir hinten mich da festhält. Ich war nämlich noch richtig wackelig auf den Beinen. Und das ist mein Arzt. Der wollte einfach nur aufpassen, dass ich mich da nicht auf die Nase lege. Weil nach 6 Monaten Schwerelosigkeit ist man ein bisschen geschwächt. Aber nach einem Tag ging das dann wieder. Und ich denke, von hier an können wir dann auf die Fragen überleiten. Ja. So, ich bin zu hören. Wir leiten gerne zu den Fragen über. Ich habe ein paar mitgebracht, aber bestimmt sind hier im Publikum auch ein paar Fragen. Die erste Frage ist tatsächlich noch nicht ganz beantwortet. Wie wird man denn Astronaut? Also wie kommt man denn aus dem Saarland auf die ISS? Wer kam auf die Idee? Bei den Models weiß man, die werden manchmal irgendwo ausgesucht oder treffen zufällig wen oder Professoren müssen lange, lange, lange studieren, promovieren, aber wer kommt denn auf die Idee, hey, der Matthias Maurer, den frage ich mal, ob er nicht Astronaut werden will. Ja, also Astronaut kann man momentan in Europa nur werden, wenn die Europäische Raumfahrtagentur ESA, wenn die Astronauten sucht. Das ist in diesem Jahrtausend erst zweimal passiert. Das erste Mal 2008, dabei wurde ich ausgewählt und beim letzten Mal war das genau jetzt. Genau jetzt vor einem Monat haben wir neue Astronauten ausgewählt. Und das läuft so, dass ein Jahr lang werden die Kandidaten dann untersucht und geprüft. Bei dieser Auswahl, die jetzt gerade lief, waren 22.000 Bewerber, 22.000 Männer und Frauen, die Astronaut und Astronautin werden wollten.
Am Anfang muss man einen Brief schreiben an die ESA. Da steht dann drin, warum möchtest du Astronaut werden? Und die ESA fragt auch, bist du gesund? Da muss man viele Fragen ausfüllen. In der zweiten Stufe muss man dann beweisen, dass man gut denken kann, dass man ein bisschen Mathematik und Physik kann. Und man wird in ein Testzentrum geschickt, in ein Testzentrum nach Hamburg, dort, wo normalerweise Piloten ausgewählt werden, Piloten von der Lufthansa. Also am Anfang ist dieses Auswahlverfahren genauso wie ein Pilot zu werden oder Astronaut zu werden. Später ist es ganz, ganz wichtig, dass man beweisen kann, dass man gut als Team arbeiten kann. Wir sind 6 Monate oben, sind 7 Menschen. Ihr könnt euch vorstellen, bei euch in der Schule, wenn ihr da mit 7 Menschen von eurer Schule für 6 Monate in einem Haus leben müsst. Da gibt es vielleicht Streit, da gibt es vielleicht Diskussionen. Und das darf aber am All nicht passieren. Deswegen werden wir ausgesucht nach dem Prinzip, okay, wir möchten Leute, die gut mit anderen Leuten zusammenarbeiten können. Dann kommen viele Gesundheitstests dazu. Die Ärzte schauen uns eine Woche lang an und da wird wirklich alles untersucht. Besonders die Augen, ja, und Herz-Kreislauf, und der Kopf und auch die Wirbelsäule. Fitness ist ganz wichtig. Und am Schluss kommen dann die Manager und sagen, okay, jetzt haben wir 50 Kandidaten, die gut sind, aber wir haben nur 3 Tickets, also stellen wir nur 3 Leute ein. Und dann ist das traurig. Ich stelle mal eine Doppelfrage. Die erste dabei ist, wann wussten Sie denn, dass Sie Astronaut werden wollten? Und die zweite, braucht man dafür denn auch gute Noten in der Schule? Ja, also ohne gute Noten kommt man gar nicht irgendwie nur in die zweite Runde. Also es ist ganz, ganz wichtig, die gute Schule, gute Schulergebnis ist das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste ist, dass ihr 100% liebt das, was ihr macht. Ja? Nur wenn ihr begeistert seid, dann habt ihr eine Chance, gut in eurem Job zu sein. Und die ESA sucht natürlich die Besten und die merken direkt, okay, gut in der Schule, aber sie oder er brennt für die Idee, Astronaut zu werden. Und dann hat man eine Chance. Das Wichtigste ist natürlich auch, nicht jeder, der Astronaut werden möchte, der kann das schaffen, weil es einfach nicht genügend Tickets gibt. Ihr alle, bin ich sicher, ihr könntet gute Astronautinnen und Astronauten werden. Das ist gar nicht schwer. Schwer ist es lediglich, ausgewählt zu werden, weil so viele Menschen ja, den Job machen könnten, aber nur so wenige ein Ticket bekommen. Und ich kann euch mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Ich wollte Astronaut werden und habe es geschafft bis zur Finalrunde. Wir waren 10 Leute, die alle Tests bestanden haben. Und dann kam der Chef der ESA und hat gesagt, ich habe nur 6 Tickets. 4 von euch werden nie, und er hat wirklich das Wort nie gesagt, 4 von euch werden nie Astronaut werden. Matthias, du bist einer davon. So, jetzt denkt er, wieso erzählt er das? Der ist doch Astronaut, ist doch hochgeflogen. Ja, es hat so ein paar Jahre gedauert und der hat gesagt, du bist gut, ich möchte dich für die ESA haben. Und nach 4 Jahren ist er zu mir gekommen und hat gesagt, wir haben das ISS-Programm verlängert, wir haben jetzt neue Tickets, wir können mehr Leute fliegen, willst du noch? Und da habe ich gesagt, klar, natürlich will ich. Aber das Wichtigste war, ich habe nicht aufgegeben dazwischen. Im Leben ist nicht immer nur, dass man Erfolg hat, im Leben hat man auch mal ja, eine schlechte Nachricht oder irgendetwas klappt nicht so, wie man es sich erwünscht hat. Und dann ist es wichtig, dass man wieder aufsteht und dass man nach vorne blickt, dass man Mut hat und dass man begeistert weitermacht. Die anderen 3, die mit mir zusammen nicht genommen wurden in der Runde 1, die haben nicht bei der ESA angefangen, weil sie dachten, nö, entweder Astronaut oder gar nichts. Und die sind heute keine Astronauten. Ja? So, dann war die zweite Frage noch gewesen. Das war schon mit der Schule und den guten Noten. Ich glaube, wir machen mal 1, 2 Fragen aus dem Publikum. Vielleicht da eine Frage. Suchst du wen aus? Ja. Könnte man auch vielleicht mit einem Space Shuttle hochfliegen, weil der ist ja auch wiederverwendbar. Ja, Space Shuttle ist genau wie du gesagt hast, wiederverwendbar. Deswegen war ja die Idee, das Space Shuttle zu bauen. Aber beim Space Shuttle ist es so, das war so teuer, das war richtig clever konstruiert. Also von den Ingenieuren hatten sich da sowas Tolles ausgedacht, aber nicht überlegt, dass das sehr teuer wird, was sie sich da ausgedacht haben. Und deswegen, ein Space Shuttle musste mal hoch, dann ist es gelandet und dann haben die es komplett zerlegt. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto von deinem Papa und nach jeder Reise muss es in die Werkstatt und da müssen alle Türen abgeschraubt werden, der Motor muss ausgebaut werden, die Reifen weg. Das ist dann keine praktische Lösung. Und deswegen hat man gesagt, Space Shuttle ins Museum. Jetzt bauen wir ein System, was wiederverwertbar ist, aber was nicht so kompliziert ist. Und die Rakete, die du gesehen hast,
die landet und die putzen die nicht mal. Wir haben die Rakete vom Start gesehen. Die haben da nur da gibt es ein paar Kontrollluken. Da gehen die hin mit den Tüchern und wischen die sauber und sagen, der Rest der Rakete kann ruhig schmutzig sein. Wir fliegen die sofort wieder. Auftanken und los geht's. Einfach bitte, wenn Sie wollen. Okay, dann kommen aber die in der Mitte schlecht dran, weil ich ja, nur so einen kurzen Arm habe. Ja, in der Mitte ist immer ein bisschen habe. Schwierig. Gut. Wie könntet ihr denn miteinander reden, wenn ihr andere Sprachen sprecht? Sehr, sehr wichtig. Um Astronaut zu werden, muss man Sprachen sprechen können. So, fürs All ist Englisch die wichtigste Sprache. Das heißt, jeder, der hochfliegt, der muss gutes Englisch können. Und das heißt, in der Schule für euch, wenn ihr das machen wollt, Englisch ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich spreche aber noch Französisch und Spanisch und ich habe Russisch gelernt und während meiner Ausbildung war ich auch in China und habe auch ein bisschen Chinesisch gelernt. Das war alles, weil mir das Spaß macht und weil das auch hilft. Für die ISS ist Russisch zu meiner Zeit Pflicht gewesen. Es kann sein, dass es in Zukunft jetzt keine Pflicht mehr ist. Aber Sprachen helfen definitiv. Was haben Sie denn gemacht, als Sie nicht Astronaut waren auf der ISS-US? Ja, also du meinst, als ich nicht ausgewählt wurde? Ja, ich wurde, als der Chef sagte, du bist nicht ausgewählt worden, hat er aber gesagt, Matthias, du bist aber ein guter Kerl, ich möchte, dass du bei uns arbeitest. Und dann habe ich am Astronautenzentrum in Köln angefangen und habe dann als Teil von dem Kontrollteam gearbeitet. Ist ja, wir sind im All, aber unten auf der Erde sind irgendwie 1000 Menschen, die für uns arbeiten. Und Tag und Nacht gibt es immer um die 50 oder 100 Leute, die vor Computern sitzen, mit uns funken. Und ich war einer von denen, die dort gefunkt haben. Und das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Und dann hat mein Chef gesagt, oh, du bist gut. Und hat mich dann befördert. Und dann war ich verantwortlich für den Aufbau für neuen Trainingsanlagen fürs Astronautenzentrum. Und dann habe ich damals angefangen, schon die Reise zum Mond vorzubereiten. Also eine Mondtrainingsanlage. Und mit der werde ich jetzt auch wieder weiterarbeiten nach meinem Flug. Wie ist das Gefühl, wenn man da oben in der Rakete sitzt und man einfach weiß, dass draußen einfach nichts ist? Ja, das ist fettes Bauchkribbeln, kann ich dir sagen. Das ist, als wir in die Rakete eingestiegen sind, und ich habe vorher mit Alexander Gerst gesprochen, hat er mir gesagt, oh, die Sojus-Rakete, die startet so sanft, die hebt ab, du merkst gar nicht mal, dass du da schon am Fliegen bist, am Anfang. Ich kann ja sagen, die Falcon 9, die hat einen deutlich stärkeren Motor, aber im Kopf hatte ich immer noch die Nachricht von Alex. Und als dann es hieß 3, 2, 1, bam, das war ein richtiger Schlag ins Kreuz und los ging's. Und für einen Moment ist mir das Herz da in die Hose gerutscht und ich dachte, oh. Aber gut, da ist es zu spät, um sich die Meinung zu ändern. Und dann fliegst du einfach und nach ein paar Sekunden ist das Gefühl dann auch wieder gut. Wenn du oben bist, hast du recht, als ich mich da losgeschnallt habe und war da am Schweben, und habe dann aus dem Fenster geschaut. Ich habe mich schon ein bisschen erschrocken. Ich habe da die Erde gesehen und habe gedacht, oh, ich bin ja wirklich im All. Also das ist schon ein bisschen seltsam am Anfang. Aber du gewöhnst dich super schnell an alles. Das habe ich gelernt. Der Mensch ist in der Lage, sich extrem schnell an neue Situationen anzupassen. Und das musst du einfach auf dich zukommen lassen. Keine Sorgen haben. Ja? Das klappt alles. Ich gehe mal hier hoch. Wie kann die Rakete denn abheben? Ja, die Rakete, die hat viel, viel Treibstoff drin. Das ist wie so ein Düsenjäger, wo hinten der Brennstrahl kommt, dann wird ja das Düsenjäger oder das Flugzeug fliegt dann schneller. Die Rakete macht das nur senkrecht. Und die Rakete hat noch einen Unterschied zum Flugzeug. Bei der Rakete musst du nämlich den Sauerstoff mitnehmen. Das Flugzeug atmet ja vorne, hat ja die großen Öffnungen von der Turbine, da wird die Luft eingesaugt und dann verbrannt mit dem Sprit. Aber wenn wir ins All fliegen, da ist keine Luft mehr. Und deswegen müssen wir in der Rakete auch Sauerstoff mitnehmen. Ich glaube, sogar 2/3 des Gewichts der Rakete ist einfach nur Sauerstoff. Uwe Hartmann wird diese Frage auch noch beantworten im Januar. Da haben wir die Kinderuni zu, wie fliegt eigentlich eine Rakete. Also wer sich für die Rakete noch mehr interessiert, gibt eine Kinderuni im Januar dazu. Komme ich vielleicht auch? Kann ich auch noch was lernen? Was passiert, wenn jetzt ein Astronaut sehr, sehr, sehr schwer verletzt ist und in der Notaufnahme oder so muss? Das ist ein super wichtiges Thema. Also wir alle, wir lernen so ein bisschen, wie man kranke Astronauten, wie man da helfen kann.
Ja, also ich habe zum Beispiel gelernt, Zähne zu ziehen, aber ich bin jetzt kein Zahnarzt. Das ist einfach nur, okay, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann können wir das. Wir können auch Spritzen geben. Wir haben dort auch die Möglichkeit, Wiederbelebung zu machen. Das habt ihr vielleicht mal gesehen, so eine Herzmassage, wo man da drückt oder auch jemanden beatmet. Wir würden bei ganz schweren Sachen den Astronauten, der krank ist, in die Kapsel packen und dann würden wir zu viert sofort zurückfliegen auf die Erde. So, und dann sind wir in wenigen Stunden wieder auf der Erde und dann geht der Astronaut dann schnell ins Krankenhaus. Also normalerweise kann man es schaffen, in 24 Stunden im Krankenhaus zu sein. Aber, jetzt hast du natürlich recht, wir bleiben jetzt ja nicht auf der ISS, wir wollen ja irgendwann mal Richtung Mond fliegen oder nach dem Mond Richtung Mars fliegen. Und dann ist das natürlich ein ganz anderes Thema, da können wir nicht einfach umdrehen und zurückfliegen. Das heißt, dort müssen wir lernen oder vielleicht sogar einen Mediziner mitschicken, und müssen dann einfach lernen, wie können wir auch schwerkranken Astronauten helfen. Aber es ist nicht nur, wie können wir denen helfen, du musst auch, wenn du die Station baust, schon überlegen, dass da keine scharfen Ecken und Kanten sind, damit sich da gar keiner verletzen kann. Das heißt, es ist auch schon bei der Planung der Raumstation, muss man überlegen, wie mache ich das, sodass hier niemand richtig krank wird. Welche Voraussetzungen gibt es für Astronauten oder Astronautinnen mit Brille? Ja, du darfst eine Brille tragen und du darfst auch Kontaktlinsen tragen. Ich glaube, bis 3 Dioptrien war bei der Auswahl erlaubt, das weiß ich gar nicht mehr genau. Zu meiner Zeit war es noch nicht erlaubt, dass man mit Laser die Augen sich korrigieren lässt, aber ich habe jetzt gehört, bei der neuesten Astronautenauswahl ist das schon wieder gelockert worden. Also ich denke, das Thema mit den Augen, da brauchst du keine Angst zu haben. Wenn du mal so weit bist, dass du dich bewerben kannst, dann gibt es bestimmt schon Möglichkeiten und dann wird das klappen. So. Wie groß ist denn die ISS ungefähr? Also die ISS von der Fläche her ist so groß wie ein Fußballfeld. Aber auf diesem ganzen Fußballfeld können wir uns natürlich nicht im Innenraum bewegen, sondern viel ist davon, diese Sonnensegel rechts und links, hat es der gesehen. Und innen drin ist das so eine Röhre. Und die Röhre ist so, dass wenn ich stehe auf den Zehenspitzen, dass ich gerade nicht an die Decke komme. Und dann kannst du so einen Kreis drehen und dann sind Wände an allen Seiten und die Röhre insgesamt ist 60 Meter lang, würde ich mal sagen, und es gibt noch so ein paar Seitenarme. Also ist riesengroß, riesengroß und du kannst, wenn du willst, den ganzen Tag irgendwo alleine arbeiten, ohne jemand anders zu sehen. Also ist viel, viel größer als die kleine Kapsel, mit der wir da hochfliegen. Wie beschäftigt man sich denn in der ISS? Ja, das ist kein Problem für dich, weil es gibt Leute, die planen dir den ganzen Tag und die sagen dir immer, was du zu tun hast. Das ist, also eigentlich hatte ich nie Zeit, wo ich unbeschäftigt war. Man ist immer Volldampf mit irgendwas beschäftigt. Ist wie in der Schule, da hast du einen Stundenplan, dann hast du vielleicht montags morgens 8 bis 9, Matheunterricht oder Malen oder was ich was. Ich habe auch einen Stundenplan wie du. Da steht dann drin, 7.30 Uhr funken wir der Boden. Dann funken wir nach Houston, dann sagen die uns, okay, euer Plan passt. Oder die sagen uns, es gibt noch ein paar Veränderungen. Und dann steht da drin, 7.30 Uhr bis 8 Uhr Experiment 1, 8 Uhr bis 9 Uhr Experiment 2 und so weiter. Das geht den ganzen Tag bis abends 19.30 Uhr. Dazwischen habe ich 2,5 Stunden Sport, so wie du das gesehen hast. Und Sport heißt für uns Gewicht heben, 1,5 Stunden und 1 Stunde Cardio. Cardio bedeutet entweder laufen, das haben wir ein Laufband, oder wir haben ein Fahrrad. So, und auf dem Laufband, wir schweben ja da oben, haben wir dann so ein Rucksackgeschirr an und dann Gummigurte und die Gummigurte ziehen uns auf den Boden. Und dann kann ich auf dem Boden, ist ein Laufband, dann kann ich auf dem Laufband laufen. Und beim Fahrrad ist es so, da bin ich nur mit den Füßen angeklickt und ich habe gar keinen Sattel, weil man schwebt ja, da braucht man nicht zu sitzen und dann kann man da Sport machen. So, und dann geht es nach dem Mittagessen, haben wir auch 1 Stunde, bis wie gesagt abends. Und abends 19.30 Uhr gehe ich dann zu meinem Abendessen. Dann mache ich E-Mails, dann gucke ich ein bisschen aus dem Fenster raus. Und dann mache ich vielleicht noch Videoclips, so wie ihr es eben gesehen habt. Und dann gehe ich ganz, ganz müde ins Bett. Also der Tag ist super schnell vorbei. Wie putzt man eigentlich Zähne? Ja, Zähne putzt du wie hier unten auf der Erde. Ich habe eine Zahnbürste und ich habe Zahnpasta und dann mache ich da einfach meine Zahnpasta auf die Bürste drauf
Aber ich mache weniger drauf, weil beim allerersten Mal habe ich so eine richtig lang so drauf gemacht, wie ich es auf der Erde mache. Und dann, weil das alles schwerelos ist, fing das total stark an zu schäumen. Da hatte ich den ganzen Mund und davor alles voller Schaum und dachte, oh, puh, habe ich fast dran verschluckt. Und also habe ich danach dann immer gelernt, ich mache da nur noch so eine erbsengroß Zahnpasta drauf. So, und wenn du dann fertig bist, dann hast du jetzt da ja Zahnpasta im Mund. Dann haben wir haben ja kein Waschbecken, wo du reinspucken kannst. Und wir haben aber Handtücher, deswegen spucken wir in ein Handtuch. Dann nimmst du noch einmal Wasser, gurgelst nochmal nach, dann spuckst du nochmal ins Handtuch und dann ist sozusagen der Mund sauber. Aber dann hast du immer noch die Zahnbürste, die schmutzig ist mit der Zahnpasta. Deswegen habe ich dann nochmal Wasser dann auf die Zahnbürste gemacht und habe das dann abgesaugt mit dem Zahnpastazeug und das auch wieder ins Handtuch reingespuckt. Und dann war die Zahnbürste sauber und mein Mund war sauber. Und dann ging das. Und die andere Frage ist vielleicht in dem Zusammenhang, das könnt ihr euch aber auch in einem Videoclip mal anschauen, wie duscht man sich eigentlich im All? Wir haben nämlich keine Dusche. So, und das heißt, ich nehme da einfach Wasser aus dem Beutel und dann schmiere ich mir so eine Wassernudel ins Gesicht und dann nehme ich Seife und dann rubbel ich und dann schmiere ich das gleiche Wasser hoch auf die Haare und dann wasche ich mir die Haare und dann nehme ich das Handtuch und wische alles wieder ab. Ja? Und dann nehme ich nochmal Wasser, um zu verdünnen und nehme das nächste saubere Handtuch und wische das nochmal ab. Und dann sind die Haare und das Gesicht gewaschen. Und für den Rest des Körpers genauso. So, jetzt komme ich zu dir. Könnte man im Weltall auch mit einem Wassertropfen Tischtennis spielen? Ja, kannst du. Machen wir sogar. Wir haben nämlich spezielle Tischtennisschläger. Und das, was du sagst, ist eine spannende Frage. Es ist super viel Physik dahinter. Weil wenn du einen Wassertropfen hast und schaust du den mir an der Scheibe an, dann siehst du, der Wassertropfen bleibt nicht rund, sondern der wird so ein bisschen komisch geformt. Und das hat was mit der Wechselwirkung zwischen dem Tropfen und der Oberfläche zu tun. Und um Tischtennis zu spielen, brauchst du eine Oberfläche, wo der Ball, der Wassertropfen, richtig perfekt rund bleibt. Und das nennt man ein Hydrophob, der ist eine Oberfläche, die hasst Wasser, kann man sagen, ist feindlich zu Wasser. Und dann bleibt diese Kugel rund. Und wenn du das Gegenteil hast, wenn du eine Oberfläche hast, die hydrophil ist, dann wird das ein ganz flacher Film. Und alles dazwischen ist möglich. Ja, da beschäftigen sich viele Forscher damit, zu gucken, wie kann ich eine Flüssigkeit verändern, sodass sie ganz flach ist oder dass sie ganz rund ist, wenn sie im Kontakt mit einer Oberfläche ist. In der Technik gibt es da Anwendungen beim Löten, beim Schweißen, aber auch schon, wenn du irgendwie Eiscreme herstellen willst oder irgendwie Zahnpasta aus der Tube rausquetschen willst, dann sind auch diese Fragen sehr, sehr wichtig schon. Also die Idee, die du genannt hast, klingt spannend, aber hat auch super viel technisches Hintergrund, ja, Bedeutung. Wir gehen mal zurück auf die Bühne. Wir gehen nach vorne, weil ich verliere, glaube ich, die Funkverbindung. Ich habe eine Idee für alle Kinder, die sich melden und für alle Kinder, die ihre Frage nicht stellen können. Ich habe hier noch 100 Fragen von den Kindern. Ich würde sagen, wir stellen noch ein oder zwei Fragen auf der Bühne von den Karten. Und wer hat noch eine Frage? Das dachte ich mir. Es gibt da eine einfache Lösung. Ihr schreibt uns die auf Facebook, so wie wir im Vorfeld schon ein paar Fragen gesammelt haben. Und wir leiten die an die ESA weiter, wir leiten die an Matthias Maurer weiter, die ausgewählten Fragen, und wir versuchen, die selber zu beantworten, sodass wir einige Fragen dann einfach über Facebook beantworten werden. Wenn Sie noch wollen, ein, zwei Fragen aus der Seite. Der Fairness halber würde ich auch ganz gerne noch die Seite hier mal verwenden. So. Also wenn ihr dorthin fliegt, also zu der internationalen Raumstation, schläft ihr dann dort? Ja, klar. Also die Raumstation ist nicht wie ein Flugzeug. Beim Flugzeug hast du immer einen Pilot, der sitzt vorne und steuert. Und da möchtest du eigentlich nicht, dass der Pilot schläft. Aber auf der Raumstation, die wird vom Boden aus gesteuert. Das heißt, wir alle schlafen gleichzeitig. Da gibt es 8 Stunden nachts, wo kein Mensch irgendwie wach ist. Wir alle sind am Schlafen. Wie war das erste Gefühl? Also ist das Gefühl gleich, wenn du auf der Toilette bist in der Rakete oder anders wie auf der Erde? Also das erste Gefühl der Rakete ist, oh, hoffentlich mache ich jetzt hier kein Desaster, kein Chaos. Toilette ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Da unterscheiden wir zwischen dem Flüssigen und dem Festen. So, und hier auf der Erde ist es ja so, das Feste fällt immer in die Toilette rein, aber oben fällt nichts nach unten.
Ja, also muss man da nachhelfen. Deswegen haben wir eine Toilette mit Staubsauger dran und da ist immer so ein bisschen Luftzirkulation und dann schwebe ich über der Toilette und dann muss man den Abstand so wählen, dass das, was rausfallen soll, auch dann in die richtige Richtung reinfällt, in den Luftstrom. Aber das hat man nach ein paar Versuchen dann drauf. Also, aber beim allerersten Mal hast du recht, da ist man so ein bisschen, man will ja die Toilette nicht zum Chaos machen. Und wie ist das, wenn man im Raumanzug muss? Die Frage kam auch. Dann ist man ja draußen im Weltall. Ja, also im Raumanzug draußen. Also ich habe super oft Windeln getragen. Beim Start, bei der Landung, beim Weltraumspaziergang hatte ich immer Windeln an. Und, aber da ist es Astronautenehre, da wird nur reingepinkelt. Das Feste geht da nicht rein. Gut. Letzte Frage aus dem Publikum. Ist eine Ritterrüstung schwerer als ein Raumanzug? Ich hatte noch nie eine richtige Ritterrüstung an, aber ich weiß, dass die auch verdammt schwer sind. Ich glaube aber, ein Raumanzug ist schwerer auf der Erde. Würde ich mal schätzen, weil ich hatte 130 Kilo in dem Raumanzug und ich habe 2 Leute gebraucht, um mich zu bewegen. Und ich denke, wenn ich ein Ritter wäre, hätte ich ja schon verloren gehabt mit dem Anzug, weil ich hätte mich gar nicht verteidigen können. So schwer war der. Also würde ich mal schätzen, die Rüstung wäre leichter. So, nehmen wir die allerletzte noch da oben an der Ecke. Ah, genau. Wie komme ich denn zu dir? Hast du deine Familie eigentlich vermisst, als du im All warst? Klar habe ich die vermisst. Aber das Schöne ist, ich darf die ja anrufen. Ja? Also wir haben oben über Computer, können wir die Familie anrufen, über Telefon. Und zwar kann ich da immer anrufen, wenn ich will. Egal wann und wo. Aber jeden Sonntag habe ich auch eine Videokonferenz mit meinen Eltern gemacht und mit meiner Freundin gemacht. Und das hatte ich dann mal 30 Minuten und dann haben wir uns gesehen und konnten reden. Und das war ganz, ganz toll und ist auch ganz, ganz wichtig. So, haben wir noch hier? Wenn man im Weltall ist, hört man auch laute Dinge oder sind die ganz leise, zum Beispiel wie ein Wecker? Ja, also ich hatte keinen Wecker dabei, aber das ist etwas, was ich gerne dabei, ich habe ein paar Mal verpennt und habe immer gedacht, warum habe ich nicht einen Wecker mitgenommen? Also wir haben ein iPad, das nutzen wir für unsere Prozeduren und da ist auch so ein Wecker eingebaut und das hörst du auch gut, aber in der Raumstation hast du immer viele Ventilatoren, die wälzen die Luft rum, man hört immer ein Brummen und irgendwas am Rappeln und es ist lauter als hier unten auf der Erde. So, und deswegen haben wir zum Schlafen immer Ohrenstopfen drin und ganz am Anfang hatte ich so eine Maschine, die ein bisschen zu viel Lärm gemacht hat, dann hatte ich dann 2 Ohrenstopfen, also ich hatte einen Ohrstopfen in jedem Ohr und darüber nochmal so eine Art Mickey Maus, weißt du, so ein Ohrenschützer. Und das hat so gut dann den Lärm abgehalten, dass ich am nächsten Morgen nicht wach geworden bin von dem iPad-Wecker. Und dann kamen meine Kollegen, ey, Matthias, aufstehen. Ja. Wie kann man da atmen? Also du atmest so wie hier auf der Erde, weil wir sind in dem Innenraum drin von der Raumstation, da ist so viel Druck, Luftdruck wie hier. Und dann passt das. Aber du hast recht, wenn ich hier atme, verbrauche ich ja Sauerstoff. Und der verbrauchte Sauerstoff, der muss ja irgendwie wieder aufgefüllt werden, ansonsten würde der ja hier fehlen, dann würde man irgendwann umkippen und bewusstlos werden. Das passiert hier unten, weil wir Konvektion haben. Das bedeutet, leichte Luft, also warme Luft steigt auf, weil sie leichter ist und kalte Luft kommt nach. Das heißt, die Luft wird hier immer automatisch durchgemischt, ohne dass wir einen Ventilator anschalten müssen. Im Weltraum funktioniert das nicht. Und deswegen immer, wenn der Strom ausgefallen ist oder wenn die Ingenieure den Strom ausschalten müssen, irgendwo in einem Modul, dann sagen die, okay, nur eine Person rein, weil ansonsten ist die Atemluft, wird nicht mehr durchgemischt und dann könntet ihr bewusstlos werden im Extremfall. Ja? Deswegen haben wir immer halt die Ventilatoren, die Luft dann halt mischen. Beim Schlafen, also schläft man dann so oder so? Ja, also man schläft wohl so, als auch so, als auch so. Also du kannst schlafen, wie du willst, weil das ist im Weltraum egal. Ich hatte einen Schlafsack und der Schlafsack, den hatte ich an der Wand mit einem Gummiseil festgemacht, damit ich dann nicht nachts durch die Kabine wild wegschwebe. Und dann krabbelst du dort rein und dann schläfst du perfekt, besser als auf dem Wasserbett. Es ist total gut, wie man oben schläft. Wie wird die ISS denn von Meteoriten und Asteroiden geschützt?
Wir haben oben auf der ISS sowas wie eine kugelsichere Weste. Kennst du sowas? Sowas Soldaten tragen oder Polizisten tragen. Sowas hat man auch außen um die ISS drum gepackt, dass wenn irgendwie Schrott da drauf kommt, dass das dann gestoppt wird, dass das nicht durchgeht. Aber das funktioniert natürlich nur bei kleinem Schrott. Wenn großer Schrott kommt, dann ist da schon Gefahr. Und bei uns war, nach 4 Tagen war ich im All, dann sind wir nachts um 4 Uhr aus dem Bett rausgeklingelt worden von NASA. Dann haben die gesagt, wir möchten, dass ihr alle Luken zumacht und eure Raumkapsel geht, weil ein Satellit ist auseinandergebrochen und die Trümmerteile rasen auf euch zu. Die werden in 2 Stunden bei euch sein. Und da hatten wir alle so ein bisschen gedacht, das hört sich nicht gut an. Da mussten wir in unsere Raumkapsel und haben wir dort die Tür zugemacht, weil dort waren wir dann in einem geschützten Raum. Das ist sowas wie dann ein Bunker. Und zum Glück ist alles gut verlaufen und die Trümmerteile sind vorbeigeflogen. Und beim nächsten Mal hatten wir mehr Zeit, da wussten wir schon, wo die Trümmer sind. Und dann haben wir die ISS, den Motor angemacht und haben die ein bisschen weggeflogen, damit wir da nicht in diese Trümmerwolke reinfliegen mussten. Gut, ich glaube, wir kommen tatsächlich an die Grenzen von allem, von der Zeit, von dem, was wir machen können. Ich habe noch 2 Fragen tatsächlich. Alle anderen Fragen, bitte schickt uns die über Facebook. Wir werden versuchen, alle eure Fragen irgendwie zu beantworten. Erste Frage, was macht ein Astronaut, der ganz dolles Heimweh hat? Ja, der ruft an zu Hause und der möchte dann natürlich mit der Familie telefonieren. Aber ich muss euch sagen, ich hatte eigentlich nie Heimweh, weil das war ja mein Traum, hochzufliegen. Ich hatte meine Cupola, das Fenster, dann konnte ich runterschauen auf die Erde und das war so schön, total schön. Und dann hatte ich auch 7 Freunde mit mir dabei, also 6 Freunde und ich, 7. Und wir sind sowas wie eine Familie geworden. Und feiert die Familie auch Weihnachten auf der ISS? Ja, natürlich. Also wir hatten oben sogar Weihnachten und Neujahr und ich hatte meinen Geburtstag oben. Und ich kann euch sagen, an meinem Geburtstag haben wir sogar getanzt, wild getanzt und im Weltraum schweben zu tanzen. Wenn du dann die Kollegen hast, die einen haben die Füße hier, die anderen den Kopf da und die anderen da, das ist cool. Also im Schwerelos zu tanzen, das hat was. Ganz, ganz vielen Dank, dass Sie da waren. Ganz, ganz großes Kino, ganz großartig, dass wir einen Astronauten aus dem Saarland tatsächlich auf der ISS haben. Wir bedanken uns ganz, ganz doll, ganz ordentlich mit einem Riesenapplaus. Applaus.